Nach 4 Tagen Pause spielen wir mal ein bisschen Crusader Kings weiter, was einfach damit zu tun hat, wir haben die ganze Zeit Warhammer gespielt. Und ich bin letztes Mal wirklich rausgegangen im Krieg gegen Kleinpolen. Wie Norddeutschland ist Italien. So ist das halt manchmal. Ich weiß gar nicht, wie alt bin ich zurzeit. Mein Haupterbe wird sein... Havel von Gosling? Kann mich gar nicht. Achso, das Kind wurde schon geboren, da habe ich den noch gar nicht gespielt. Ich denke gerade so, ich habe doch niemanden Havel genannt in meiner Linie. So, und ich glaube, viele Leute hassen mich zurzeit. Daran müssen wir halt einfach arbeiten. Dass sie mir nicht alle den Tod wünschen. Was habt ihr so? 1200? Das wird also schnell gehen. Schwindsucht, meine arme Gemahlin. Meine Gemahlin Jaka ist krank. Schwindsucht. Es wird keine Behandlung geben. Tut nur das Nötigste. Eine Enkelin. Ich glaube, eine Miranda habe ich schon gehabt. Nennen wir sie einfach Miriam. Religion ist in diesem Spiel, also du gründest selbst auch eine Religion. Also ist Religion theoretisch schon wichtig. Kutu starb an Altersschwäche. Tut mir leid, aber der muss da rein. Sonst kriege ich mit dem Probleme. Da kommt mein Neffe rein, der mich auch nicht mag. Da, wo ich ja nur in den Krieg mit... Ah ne, das ist der Krieg. Gegen Wessex war das.
Nee, stimmt gar nicht. Das war der Krieg gegen Großpolen. Ach, die haben mich angegriffen. Das war die Geschichte. Ja, aber als ich gerade Bürgerkrieg hatte, so war das. So, die Unentschlossenheit in Person, weil wir gerade ja einen Gegenstand herstellen, Artefakt, auf zur großen Halle. Lasst euch inspirieren. Das Artefakt, das durch die Inspiration von Aldona geschaffen wird, wird eine höhere Qualität haben. Achso, die will mein Insigne verwenden. Ja, verwende eine alte Insigne von mir. Das ist geil, dass sowas möglich ist. Schöner Text. So, wen müssen wir noch bekehren? Für unsere Religion, das ist auch so eine Sache. So, ihr seid ja eigentlich gegen mich. Gebt euch die Mühe, hier den Angriff zu, also beziehungsweise das Tier zu jagen. Ich brauche die 150 Ehre nicht. Oder Prestige. Krieg ja eh 150 noch oben drauf. Warum mögen mich alle so wenig? Aber in den Krieg da drüben werde ich mich nicht mit einmischen. Den könnte ich in den Vasallentum reinziehen. Das habe ich in meinem eigenen Spiel erstmal gesehen. Du kannst ja, wenn du den Titel zum Beispiel des polnischen Königs inne hast, kannst du Vasallen, die darunter eigentlich liegen, wenn sie dich mögen, auf deine Seite ziehen.
Das ist halt auch immer so eine Sache. Komplott unterstützen, bitte. Dauert auch seine Zeit. Vor allem, wenn die eh so eine Grundabneigung gegen dich haben. Da ist nämlich dann hier dieses, ihr seid ein rechtmäßiger Lehnsherr. Schwachkopf. Es wäre eigentlich so schön, wenn man Druckmittel verkaufen könnte, dass man damit Geld einnehmen könnte. Nur Bilibo lenkt mich. Na komm. Holen wir uns ein bisschen Frömmigkeit. Geh jetzt mal kurz in Diplomatie rüber, wegen dem Wohlüberlegt, dass Geschenke die Meinung besser steigern. Also falls ich das nur erreiche mit dem. Balthasar der Unruhestifter. Ach, mein Hund macht nur Müll. Ich fand diese Bestie zwischen meinen Habseligkeiten. Was nicht zerkaut war, war mit Kot beschmiert. Hört sie an wie mein Hund. Ich werde euch entschädigen. Ich habe schon genug Feinde. Ja, Grilli, das ist das, was ich gerade gesagt habe, was ich mache. Dafür muss ich aber den Vorzug Diplomatie auch erstmal aktivieren. Das dauert auch noch ewig. Alles so bleiben. Ursula wird erkenntnisreich. Ich verschachere dich an unseren alten Verbündeten, dessen Frau schon tot ist. Als 16-Jähriger vom 55-Jährigen geärgert werden. Ich weiß übrigens nicht, warum die Texte wegfallen. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das Spiel gestartet wurde, als der alte Patch, beziehungsweise in der, die Beta-Preview noch war.
dass so ein paar Infotexte weggefallen sind. Naja. Immer diese Bugs. Toll. Bergbohrer ist Kannibalen. Tja, da müssen wir mal eine Geheimvorräte gehen. Beim Festmahl, wenn es keinen Wein gibt. Muss ich wohl etwas besonders Cruise gesagt haben, denn Häuptling Blodeck machte mir ein Kompliment darüber, wie schlau ich doch bin. Manchmal sage ich echt was Schlaues. Auf 40 Vasallentum anbieten. Nehme natürlich an. Du willst natürlich gern einen Posten haben. Ich kann natürlich nicht vasalisieren. Tausend Truppenstärke. Ihr seid doch bestimmt im Krieg hier unten. Okay, holen wir uns deine Ansprüche. Guten Abend, Schmidti. Oberhäuptling Branislav. So, meine Gemahlin ist genesen, die Schwindsucht ist weg. Ein Hoch auf die moderne Medizin oder so ähnlich. Super, die Versorgung ist so schlecht, dass... Fast alles, weil ich angreife, haben die zu wenig Versorgung.
Mein Bruder Bob ist verstorben. Mit 33. Achso, wurde in der Schlacht erschlagen. In welcher? Wir haben gerade nicht gekämpft. Nö. Möchte ich nicht mehr. Isabelle hat jemand Besseren verdient. Ach, die haben trotzdem geheiratet. Ah. Gute Nacht, Hidden. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis wir... Ne, hier bei der Kultur... Stadtplanung endlich haben. 8 Jahre. Dann können wir die ersten Gebäude erhöhen. Also höher als die erste Stufe. Aber am Anfang, Technologie braucht seine Zeit. Ihr macht das schon. Artefaktanspruch von Graf Tankful. Ich denke nicht. Jedenfalls möchte ich das nicht geben. Ich hole mal einen mit in den Krieg rein. Ich glaube, die anderen... Du wirst nicht annehmen. Und du, nochmal 1400 Mann. Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass das alles so ewig dauert hier im Kampf.
Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, mit Balthasar täglich Gassi zu gehen und ich weiß nicht, wer von uns beiden die frische Luft und die Sonne mehr genießt. Balthasar läuft vor und schaut sich zu mir um. Sein Bellen klingt wie ein "Wo bleibst du denn?" Mittlerer Gesundheitsbonus. Gute Nacht, Henning. Stopp! Ich dachte, du wärst hier fertig. Beatrice ist besorgt über den Verlauf des Krieges, in den wir derzeit so involviert sind. Hat die Schatzkammer ergriffen, um unsere Bemühungen zu unterstützen. Oh mein Gott. Habe ich meinen Neffen aus Versehen den Mädchennamen gegeben? Das ist, wenn da nicht explizit Sohn oder Tochter steht. Dann kann man sich dabei schon mal vertun. Mein Neffe heißt Maria. Sie haben die Bayern mit in den Krieg reingezogen. So, ist der auch als Vasall bei uns drin. Müsst nach Hause. Ihr habt noch 34 auf dem Lager. Ihr seid noch gut versorgt.
Nein, Bayern ist in den Krieg als Verbündeter mit reingezogen worden. Das hat nichts mit denen zu tun. Also, ja. Vor allem, die haben 57 Grafschaften und kein Militär. So, mach da einen Abstecher. Jetzt nehmen wir die Hauptstadt ein. Das einzig Wahre. Vielleicht nehmen wir den König gefangen dabei. Das wäre natürlich Optimum. Dann ist der Krieg nämlich direkt vorbei. Lieber nach da unten die Baronie einnehmen. Das ist meine gute Armee. Da sind die Leute drin, also beziehungsweise mein Kriegsvolk drin. Oh, Artefakt eingeeignet. Eine Wasser... eine meisterliche Waffe. Bei meinem Spaziergang sehe ich, wie mein Vasall Häuptling Jan meinen Hund Balthasar kräftig streichelt. Ihr habt da einen zauberhaften Hund, mein Fürst. Den mag ich. So, Forderungen erzwingen. Ich muss mir jetzt echt dem Krieg gegen Wessex mit anschließen. Also den Krieg von Wessex. Ne, Nordmann-Armee ist das. Gegen das Jarltum von Schieß mich tot. Aber ändert ja nichts. So, wohl überlegt, 100% Bonus bei Geschenke. Plöpp. Kommen sie jetzt auch bei uns rein. Balthasar streicheln. Ihr seid in einer Armee. Euren Hund streicheln. Kann Anspannung reduzieren.
Diese Welt ist voller Gefahren. Komm, du kannst meinen Neffen heiraten. Barthild. So, da sieht auch noch alles okay aus. Ach komm, mein Sohn. Warum mag mich denn keiner? Mein armes Reich zerfällt. Wobei zerfallen ist wahrscheinlich übertrieben. Dann werde ich nächstes Mal mit zwei Armeen hier landen und mit zwei Armeen hier. Und dann versuchen wir, die Hauptstädte zu erobern, um den Krieg noch zu wenden. Nö. Wenn ihr das Geld nicht habt, lasse ich euch auch nicht frei. Erstmal Stein schippern. Und ihr zwei schippert dahin. Sterben ziemlich viele Leute im Moment, ne? Wann habe ich denn die Geschwindigkeit auf so langsam gestellt? Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit warte.